Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute zunächst einen Antrag, in dem die FDP-Fraktion ein sehr spezielles Verständnis von Technologiepolitik offenbart. Statt ausgehend von realen Problemen zu überlegen, welche Innovationen zu ihrer Lösung beitragen könnten und wie man diese fördern könnte, wird einfach mit einer Technologie angefangen, nämlich der Blockchain, und diese dann wahllos zur Lösung von allen möglichen Problemen vorgeschlagen. Heute ist es die Planung von Großprojekten. Das ist aber nicht der erste Antrag dieser Art. Ich will mal nur einige Forderungen zum Thema Blockchain von Ihnen aus der Vergangenheit aufzählen. Juni 2018, das ist jetzt Ihr Werbeblock, aber das muss man machen. Umstellung der Katasterämter und der Grundbuchverwaltung auf eine Blockchain prüfen. Dezember 2018, Blockchain-Verfahren bei der Zollabwicklung aufbauen. November 2019, Bildungsnachweise auf die Blockchain bringen. Weil sich nun die FDP auf Teufel komm raus als Digitalisierungspartei verkaufen will, aber inhaltlich vergleichsweise wenig dahinter steht, bleibt Ihnen schlicht und ergreifend nichts anderes übrig, als Sie auf jeden Hype aufzuspringen. Und was war in den letzten Jahren als Hype größer als der um die Blockchain? Das ist eigentlich überraschend, denn hinter dieser Technologie steckt zwar durchaus eine geniale Idee, aber diese Idee ist die zur Lösung eines ganz speziellen Problems. Und dieses stellt sich mit der Schaffung einer digitalen Währung, und zwar ohne verwaltende Instanz. Also für Kryptowährung ist die Blockchain tatsächlich eine Basistechnologie. Andere sinnvolle Anwendungsfelder, und wir haben das im Ausschuss schon hoch und runter diskutiert, haben sich in den letzten Jahren trotz großer Bemühungen eben nicht gefunden. Da wird jetzt also fleißig versucht, für die Blockchain Lösungen zu finden, bei denen dann eben auch Daten dezentral verwaltet und manipulationssicher aufbewahrt werden sollen. Das klingt ja alles nicht schlecht. Aber nur selten wird der Versuch unternommen, ihrerseits schon mal gar nicht zu klären, warum dies nicht bereits mit vorhandenen Mitteln gehen sollen. Als das sind gängige kryptografische Verfahren, gängige Datenbanktechniken, ganz ohne die enormen Transaktionskosten und mithin auch enorme Energieverschwendung durch die Blockchain. Auch im vorliegenden Antrag. Auch im vorliegenden Antrag und in den von mir vorhin zitierten Anträgen steht dazu nicht ein einziges Wort. Es drängt sich also durchaus der Eindruck auf, dass hier einfach staatliche Aufträge generiert werden sollen für ein ganz bestimmtes Produkt. Ein Produkt, für das es eben der Markt nicht schafft, irgendeine Anwendung zu finden, das aber letztlich doch irgendwie verkauft werden soll. Keine Idee, die man von der FDP erwartet, und gut ist sie deswegen auch nicht. Nun fragt man sich ernsthaft, was die Antragsteller eigentlich glauben, worin die Probleme bei der Durchführung staatlicher Großprojekte bestehen, wenn die Blockchain die Lösung sein soll. Ihr Antrag hebt beispielsweise hervor Resistenz gegen Manipulation. Ist der Flughafen BER, also in Berlin, tatsächlich wegen Manipulation nicht rechtzeitig fertig geworden? Habe ich da was verpasst? Warum soll die Dezentralität der Datenspeicherung für solche Projekte so wichtig sein? Stehen die für die Planung zuständigen Behörden unter Manipulationsverdacht? Warum braucht man für automatisierte Zahlungsabwicklung sogenannte Smart Contracts? Haben Sie ernsthaft die Sorge, dass der Staat untertaucht und Auftragnehmer auf ihren Forderungen sitzen bleiben? Bisher hat doch tapfer die öffentliche Hand immer nachgeschossen, ob das in Hamburg war oder in Berlin. Ist doch vorhin gerade zitiert worden. Wichtig ist doch vor allem, dass die mit der Planung befassten Stellen personell und finanziell gut ausgestattet sind, um die Planung kompetent durchführen zu können und die Ausführung letztlich auch kontrollieren zu können. Und ja, zu dieser Ausstattung gehört dann eben auch eine entsprechende digitale Infrastruktur. Die Digitalisierung der Planung kann das Bauen allemal kostengünstiger machen, gar keine Frage, effizientere Beteiligungen ermöglichen und so eben dann auch einen Beitrag zu Klimaschutz, zu mehr Mitbestimmung, Demokratie oder eben dann ganz konkret auch für den sozialen Wohnungsbau mehr leisten, den wir ganz dringend brauchen. Dafür braucht man aber ganz sicher keine grundlegend neuen Technologien.
sondern man braucht einfach öffentliche Investitionen in die entsprechenden IT-Verfahren unter Einbeziehung aller Beteiligten und im Rahmen einer am Gemeinwohl orientierten Strategie. Ein solcher lösungsorientierter, technologieoffener und nicht nur an Unternehmensinteressen orientierter Ansatz wird ganz sicher zu besseren Ergebnissen führen als die Vorfestlegung auf ein sehr beliebtes, vor allem bei der FDP, sehr beliebtes Buzzword. Sie schreiben, Sie wollen Ihren Vorschlag evaluieren. Ja, was muss ich denn machen, um evaluieren zu können? Ich muss im Grunde genommen beide Ansätze durchziehen. Und da ahne ich doch heute schon, was bei Ihnen rauskommt in der Bewertung am Ende. In diesem Sinne lassen Sie uns bitte weiter offen bleiben für technische Innovationen und deren Entwicklung bleiben. Aus meiner Sicht erscheint es allemal besser, nach passenden Lösungen für bestehende Probleme zu suchen, als nach passenden Problemen für bestehende Lösungen. Danke. Das Wort hat der Kollege, Dr. Beyers für die Fraktion Bündnis 90.